Hallihallöchen. Wieder zurück. Wir machen auch direkt weiter mit Marcus. Wir sind noch umringt von Wer seid Androiden. ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Na, ich wollte gerade sagen. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Na, das glaube ich nicht. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Irgendwo erkenne ich die. Ich weiß bloß nicht, welche Schauspielerin das ist. Lucy. Ja, wir haben hier einiges zum Angucken, wa? Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Nicht ganz richtig. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Oh. Das war jetzt ein bisschen creepy. Aber gut. Erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen hier. Alles so düster. Oh, der nächste Sterbende. Bin in einem üblen Zustand. Was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Das musst du auch nicht, mein Freund, wenn du nicht möchtest. Aber lange machst du es eh nicht mehr. So, da haben wir noch einen. Oh, mit der möchte ich gerne reden. Irgendwoher kenne ich dich. Viele hier sind in einem schlechten Zustand.
So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Oh, das tut mir leid. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Aber was will ich denn hier? Das. Was haben wir denn da? Bist du bereits gelehrt? Okay. Da könnten wir Neues holen. Lucy, immer noch. Wo könnte denn die gute Lucy sein? Weiß doch keiner wirklich, wa? Oh oh. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Da hoch wahrscheinlich. Nee. Sie versperren mir auch überall den Weg. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hoch? Wahrscheinlich. Wer von euch ist denn Lucy? Bist du Lucy? Auch R9. Kann ich da hoch? Selbstverständlich nicht. Hier bin ich jetzt echt so ein bisschen überfragt, oder? Bist du Lucy? Du wahrscheinlich. Bist du Lucy? Setz dich. Okay. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Das
müsste jetzt vielleicht auch noch selber hinbekommen. Trink das. Gib mir deine Hand. Machen wir. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Mit dem hier, okay. Ach so, der, wo mich an den ersten erinnert. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Naja, hat schon so ein bisschen recht. Es ist besser als, langsam abzuschalten. Habe ich hier etwa 100%? Cool. Wir machen heute eine längere Folge. Au. Ah, 13 Minuten. Wir machen heute mal ein bisschen länger. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Warum läufst du mit der Kleinen aber auch immer durch den Regen, Kara? Und warum gehen wir dahin? Hier muss es sein. Hab ich in der letzten Folge was verpasst? Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Ich bin wirklich verwirrt. In der letzten Folge sind wir noch abgehauen von den Polizisten. Warum? Woher weißt du jetzt von Slatko? Irgendwas scheine ich tatsächlich vergessen zu haben. Kommt rein! Nicht so schüchtern!
Okay. Luther, wärst du so lieb und nimmst dir damit bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler. Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Mhm. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Aber jetzt. Folgt mir. Jetzt mal. Das ist kompletter Blödsinn, was der erzählt. Warum sollten die dann noch fahren oder so? Die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Wenn die Kara wirklich einen Peilsender hätte. Hier entlang. Hätte die Polizei ja. Ist im Keller. Wir hätten die ja gar nicht verfolgen müssen oder abhauen müssen vor den Polizisten. Beziehungsweise der Polizist hätte uns nicht hinterherlaufen müssen. Das ist doch irgendwie so ein. Ich mag das Haus nicht. Ja. Den Mann. Ja, ich geb dir recht. Ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Ich würde jetzt einfach gerne rausgehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Was ist das? Oh, das ist dumm. Das ist wirklich dumm, was ich hier mache. Der bastelt doch aus uns so einen scheiß Sexroboter. Stell dich bitte da drüben hin. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Aha. Warum seid ihr so schwer zu finden? Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Ich hab's gewusst. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie.
Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Fass Alice nicht an! Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Ich kann nichts machen. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Was zum... Nein, nein. Au. Oh. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Keinen Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Speicherschein. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Fass die Kleine nicht an, Alter. Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ich kann. Blaues Kabel. Funktioniert offensichtlich. Grünes Kabel. Ne, grün. Wir probieren das mal grün. Aha. Okay, und jetzt das Gelbe. Gelb. Shit. Habe ich jetzt verkackt? Ist meine Kara jetzt weg? Shit. Dine Slatko, vergiss es. Ernsthaft, das ist mein Ziel? Oh. Komm raus. Ich bin der mega krasse Abweichler. Ich krieg das. Alles wieder im Griff. Kommt, helft mir. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat.
Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Jetzt bin ich echt neugierig. Hätte ich tatsächlich fliehen können? Macht es euch gemütlich. Okay, das ist offensichtlich zu. Jetzt ist die Frage, kann ich da hoch? Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Okay. Bevor wir jetzt aber die Treppe nochmal eine Stufe weiter hochgehen, machen wir, das ist das Essen? Chips, Donuts, Kuchen? Ernsthaft? Egal. Das ist ein super Koch. Wir machen kurz Pause und in der nächsten Folge finden wir raus, ob Kara sich erinnern kann, ob wir die Kleine retten können oder ob ich komplett verkackt habe. Bleibt dran.